So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Carsten Weihe. Ich bin Professor im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt und ich werde diese Veranstaltung halten. Das bedeutet einerseits, ich werde diese Vorlesung abhalten. Es bedeutet andererseits, ich bin derjenige, der letztverantwortlich ist für den Übungsbetrieb und für die Prüfung. Das heißt also, wenn Sie irgendwelche Fragen, Probleme, Streitigkeiten haben zum Übungsbetrieb, zur Vorlesung, zur Prüfung, dann bin ich Ihr Ansprechpartner. Gut, heute wird es noch nicht ins Inhaltliche gehen. Ich glaube, wir sind doch ein bisschen zu laut. So, können Sie mich immer noch hören oder ist es zu leise? Zu leise. So, dasselbe wie vorher. Irgendwo dazwischen. Ist das so gut? Scheint so. Heute werden wir noch nicht ins Inhaltliche gehen, sondern heute werden wir uns nur mit Organisatoren beschäftigen. Das wird ausreichend viel Zeit in Anspruch nehmen. Ab nächstem Mal werden wir uns dann mit Inhaltlichen befassen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt ganz konkret, was aufgezeichnet wird. Sie sehen, dass dieser Beamer sich leider verabschiedet hat. Nur dieser Beamer, können Sie da drüben noch gut sehen? Okay, müssen wir mal gucken, was mit diesem Beamer da ist. Das heißt, was aufgezeichnet wird, ist das Beamerbild und mein Ton. Das reicht ja auch, nicht? Meinen Kopf müssen Sie nicht unbedingt da noch reden, dabei sehen. So, bevor wir direkt ins Organisatorische einsteigen, ein paar Regeln für die Vorlesung. Heute noch nicht, aber ab nächsten Mal möchte ich darum bitten, Laptops können Sie gerne verwenden, aber bitte nur im Hochpaket. Und wie ich sehe, scheinen schon viele Leute tatsächlich vorher die Folien sich angeschaut zu haben, denn ich sehe hier unten, glaube ich, keinen einzigen Laptop. Und da oben doch so einige. Also ich mache die Vorlesung in erster Linie für diejenigen unter Ihnen, die wirklich konzentriert zuhören und mitdenken wollen. Alle anderen sind selbstverständlich eingeladen, hier ebenfalls die Veranstaltung zu besuchen, die Vorlesung zu besuchen, mit Laptop oder Tageszeitung oder was auch immer, oder meinetwegen auch vor sich hindösend, zum Beispiel morgens 8 Uhr donnerstags, kann ich das gut nachempfinden, wenn Sie vielleicht ein klein wenig wegdämmern. Ich sage, dass ich das nachempfinden kann, das heißt aber nicht, dass ich das gut finde. Aber Sie sind eingeladen, solange Sie diejenigen unter Ihnen, die wirklich konzentriert zuhören wollen, nicht stören. Laptops in vorderen Reihen sind erfahrungsgemäß störend und was auch besonders störend ist, erfahrungsgemäß, sind auch die ganz kleinen, leisen Privatgespräche im Publikum. Seitdem wir Evaluationen für große Lehrveranstaltungen haben, seitdem ich große Lehrveranstaltungen ausrichte, gab es in dieser Rubrik, was war gut in der Vorlesung, immer wieder einen Haufen Kommentare bei meinen Lehrveranstaltungen, was war gut in der Vorlesung, dass der Prof für Ruhe gesorgt hat. Ja, unterschätzen Sie nicht die Akustik in diesem Raum. Auch Sie stören schon die Leute in Ihrem näheren Umfeld, wenn Sie reden. Und wenn es so ein paar Nester gibt, wo die Leute reden, dann ist da ein Hintergrundrauschen, was die Veranstaltung durchaus, was die Konzentration durchaus stören kann. Deshalb also fühle ich mich durch diese Evaluationsergebnisse, durch die immer wieder gleichen Evaluationsergebnisse, darin bestärkt, dass ich hier auch weiterhin wie bisher auch für Ruhe sorge. Wenn Sie rein oder rausgehen, also vor allem wenn Sie rausgehen, wenn Sie vorher wissen oder zumindest vermuten, dass Sie vielleicht vorzeitig rausgehen, entweder ganz raus oder vielleicht mal ganz kurz ums Eck verschwinden oder was auch immer, oder sich einen Kaffee holen oder was auch immer,
dann bitte bemühen Sie sich darum, leise zu sein. Und wenn Sie schon ahnen, dass Sie vorzeitig den Hörsaal verlassen werden, dann setzen Sie sich schon gleich irgendwo an den Rand, dass Sie nicht erst durch die ganze Reihe hindurchgehen müssen. Und noch ein Punkt, jedes Mal, wenn eine Klausur stattfindet, wissen Sie das, wenn eine große Anzahl von Leuten den Saal verlässt, jeder lässt die Tür hinter sich knallen, das ist sehr, sehr störend. Also bitte im Interesse Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen, wenn Sie den Saal verlassen, bitte denken Sie daran, die Tür leise hinter sich zu schließen. Gut, so viel zum Verhalten in der Vorlesung. Dreh- und Angelpunkt ist bei uns wieder als Informationsquelle Moodle, Moodle.informatik. Nicht die Moodle-Installation der TU Darmstadt, sondern die Moodle-Installation des Fachbereichs Informatik. Die kennen die meisten von Ihnen schon und es haben sich auch heute Morgen schon 700 Leute eingeschrieben in Moodle. Das heißt also, da brauche ich wohl den meisten von Ihnen nichts mehr zu sagen. Vielleicht nur ganz kurz für diejenigen, die keine Erfahrung mit unserer Moodle-Installation haben, die vielleicht, na, was ist hier jetzt wieder? Irgendjemand spielt da rum, hä? Auf den Frequenzen. Die vielleicht von woanders hergekommen sind, für die das erste Fachsemester an der TU Darmstadt ist. Mit Ihrer TU-ID können Sie sich einloggen. Falls Sie noch keine TU-ID haben, dann sprechen Sie mich an, dann werden wir eine andere Möglichkeit finden. Sie schreiben sich in unseren Kurs ein. Wie gesagt, heute Morgen waren es schon 700. Alle anderen schreiben sich bitte so bald wie möglich ein. Denn hier ist alle Information, die Sie für diesen Kurs brauchen. Unter anderem auch diese Organisationsfolien. Wichtig ist, dass Sie nach Möglichkeit zeitnah auf Nachrichten reagieren, die wir herumschicken. Wir schicken immer wieder mal, wenn es sein muss, Nachrichten herum. Nehmen Sie diese Nachrichten ernst. Es kann immer mal sein, dass 3 Nachrichten per Moodle von uns gekommen sind, die Sie nicht weiter betreffen, sodass Sie dann vielleicht gar nicht mehr so genau in die Moodle-Nachrichten hineinschauen. Das erleben wir immer wieder. Aber die 4. Nachricht, die kann dann vielleicht für Sie persönlich sehr, sehr wichtig sein. Das heißt, nehmen Sie immer alle Moodle-Mails, die Sie bekommen, ernst. Sie sind in Moodle mit irgendeiner E-Mail-Adresse eingetragen. Falls das eine E-Mail-Adresse ist, falls das ein Zugang ist, den Sie nicht täglich oder zumindest zweitägig sich anschauen, wo Sie nicht täglich reinschauen, dann lassen Sie sich von diesem Zugang zu der E-Mail-Adresse, wo Sie täglich hineinschauen, bitte eine Weiterleitung einrichten. Richten Sie sich die ein. Also bei den Stud-Adressen der TU Darmstadt müsste es eine Möglichkeit schon vorgesehen sein zum Weiterleiten. Also bitte nutzen Sie diese. Wir erleben immer wieder, dass Leute an verschiedenen Stellen ihre Stud-Adresse eingetragen haben, aber nie lesen. Das ist natürlich schlecht. Die Moodle-Mails, die herumgeschickt werden, die finden Sie auch immer noch in einem Ordner in Moodle. Der heißt Ankündigungen. Schauen Sie da in Ihrem eigenen Interesse sicherheitshalber nochmal vielleicht jede Woche oder so nach. Mein Vorschlag wäre zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, für alles Mögliche mir von meinem Kalender E-Mails zu schicken. Sogar für so läppische Sachen, für so triviale Sachen wie Mülltonne rausstellen. Ja, jedes Mal, wenn ich eine Mülltonne rausstellen soll an einem Morgen, kriege ich am Abend vorher die E-Mail zur Erinnerung. Seitdem habe ich nie wieder vergessen, eine Mülltonne rauszustellen. Klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber funktioniert sehr gut. Ich kann Ihnen nur anraten, so einen Mechanismus oder einen ähnlich effektiven Mechanismus
einzurichten, um sich regelmäßig daran zu erinnern, dass sie verschiedene Informationen sie immer mal wieder nachschlagen sollten. Und das gilt genauso nicht nur für Moodle, sondern auch für Toucan. Ich denke, den meisten von Ihnen muss ich da nichts Neues sagen. Es ist im Prinzip dasselbe wie bei der FOP, aber wir erleben immer wieder Leute, die das Prozedere nicht korrekt ordentlich durchführen, zum Beispiel sich dann später zur Prüfung anmelden wollen, aber überhaupt nicht zur Studienleistung angemeldet waren und dementsprechend konnte die Studienleistung auch nicht verbucht werden. Schwierige Situation, sollten Sie vermeiden. Also, Sie melden sich für die Studienleistung an und das haben Sie in FOP ja genauso gemacht und separat melden Sie sich für die Prüfungsleistung an. Ein wichtiger Punkt, auf den mich das Studienbüro Informatik nochmal hingewiesen hat, auch hier bekommen Sie Nachrichten in Toucan und die meisten Studierenden scheinen diese Nachrichten zu ignorieren. Wo stehen diese Nachrichten? Wenn Sie sich einloggen, stehen die auf Ihrer Startseite. Okay, ein bisschen weiter unten. Da steht dann eingegangene Nachrichten und da stehen dann eben die eingegangenen Nachrichten. Sie sollten in Ihrem eigenen Interesse sicherheitshalber regelmäßig auch diese Nachrichtenbox für sich immer speichern. Also regelmäßig sich vielleicht eine Erinnerung setzen, in Toucan einloggen, schauen, ob es neue Nachrichten gibt. Das ist insbesondere wichtig in dem Moment, wenn Sie angemeldet sind für Prüfung. Ja, es kann mal sein, durch Unregelmäßigkeiten, Sie haben sich angemeldet für eine Prüfung, sind aber vom Studienbüro wieder abgemeldet worden und die einzige Information, wo Sie das sehen, ist eingegangene Nachrichten in Toucan. Sonst bekommen Sie keine Informationen darüber. Ja, wir haben immer wieder Das Studienbüro hat immer wieder Schwierigkeiten, immer wieder Probleme damit, nicht nur bei der AOD, auch beispielsweise bei der FOP und bei den anderen Lehrveranstaltungen, dass es solche Probleme gibt, die sich leicht hätten lösen lassen, wenn die betroffenen Studierenden ihre eingegangenen Nachrichten regelmäßig gelesen hätten. Die meisten Nachrichten sind unwichtig für Sie, aber es kann mal die eine Nachricht dabei sein, die Ihnen eine Menge Ärger erspart. Auch hier würde ich Ihnen anraten, sich eine wöchentliche Erinnerung zu setzen, dass Sie wöchentlich mal reinschauen. So, An- und Abmeldung, Studienleistungen und Prüfungen, das finden Sie alles auf einer Informationsseite des Fachbereichs Informatik. Und diese Seite finden Sie schnell, wenn Sie in Ihrer favorisierten Suchmaschine Informatik TU Darmstadt Abmeldung zum Beispiel eingeben. Damit habe ich sofort als ersten Treffer gefunden. Die Anmeldung für die Studienleistung ist offen. Melden Sie sich so bald wie möglich an. Sie haben ja nichts zu verlieren. Sie können sich ja auch wieder von der Studienleistung abmelden. Aber sich jetzt nicht anmelden für die Studienleistung und das dann später vergessen, wie wir es häufiger erleben, das ist schlecht. Also im eigenen Interesse, Sie können nur gewinnen, Sie können nicht verlieren, wenn Sie sich so bald wie nur irgend möglich für die Studienleistung anmelden. So, hier eine kleine Änderung. Schon ab heute findet sie nur noch im Audimax statt. In dem Raum, der noch zusätzlich reserviert ist, der A04, waren so wenige Leute, dass wir gesagt haben, das mit der Übertragung lassen wir. Das hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass ich diese Veranstaltung heutigen Termin aufzeichnen kann. Wir haben das kleine Problem, dass unser technischer Ansatz zur Aufzeichnung der Vorlesung leider inkompatibel mit der Übertragung ist in die andere Hörsäle. Aber das haben Sie ja vielleicht gesehen, dass ich ganz hektisch eben vor der Vorlesung mal schnell alles umgestöpselt habe. Dadurch, dass wir keine Hörsaalübertragung machen, kann ich auch diese erste Veranstaltung aufzeichnen. So, ich lade die Vorlesungsaufzeichnung immer so bald wie möglich auf YouTube hoch.
Da gibt es in YouTube einen eigenen Bereich, Videothek Algorithmik. Da finden Sie zu allen meinen Lehrveranstaltungen, auch zur AOD im letzten Jahr und dann jetzt auch zur AOD in diesem Jahr, die entsprechenden Unterlagen. Auch die Sachen, die Sie in Moodle finden, die Videos, auf die dort verwiesen wird. Ja, Sie finden dort eine ganze Reihe von Videos zu den Vorlesungsinhalten der AOD, die nicht Vorlesungsaufzeichnungen sind, sondern separat erstellt worden sind. Und Sie finden unter anderem auch eine ganze Reihe von Videos zu den verschiedensten Konstrukten von Java, wo Sie auch nochmal sich das Video anschauen können, wenn Sie bei dem einen oder anderen Thema von Java nicht so firm sind, wie Sie es hier eigentlich in der AOD benötigen. Ach so, falls es Fragen gibt, können Sie natürlich auch jederzeit hier versuchen, mich zu unterbrechen. So, weitere Unterlagen. Wie gesagt, die Videothek Algorithmik auf YouTube mit den Vorlesungsaufzeichnungen aus 2016. Wir werden 2017 jetzt dieselbe Thematik machen, aber ich werde anders an die Sachen herangehen, werde ich gleich noch was dazu sagen, sodass Sie also die Vorlesungsaufzeichnung 2016 als gutes Komplement haben zu den Vorlesungsaufzeichnungen jetzt 2017. Zu den Themen jeweils ein Kurzvideo, hatte ich kurz eben schon gesagt. Sie finden zu den Themen der AOD als englischsprachige Kurzreferenz ein Wiki in unserer Domäne algo.informatik.tu-darmstadt.de. Und diese ganze Information ist auch in Moodle nochmal extra hinterlegt als Links zu den einzelnen, als URLs. So, nochmal zur Studienleistung und Prüfung. Da gibt es noch ein paar Punkte zu sagen. Wir haben wieder, wie Sie es aus anderen Lehrveranstaltungen der ersten Semester kennen, eine Klausur am Ende. Ich habe das in TUKA nachgeschaut. Der Termin ist der 27. September um 8 Uhr morgens. Habe ich mir nicht ausgesucht, ist leider so. Ich wünschte mir auch eine etwas zivilisiertere Uhrzeit, aber als Dozent der AOD kann ich da keine Wünsche äußern, sondern die Klausurtermine werden so zentral festgelegt, wie es halt passt. Nochmal. Gucken Sie, dass Sie auf jeden Fall in TUKAN korrekt angemeldet sind und nicht vergessen, dass es zwei Anmeldungen sind. Eine, die Studienleistung ist jetzt schon möglich und empfehlenswert jetzt. Zur Prüfung können Sie sich etwas später erst anmelden. So, was setzen wir hier voraus in der AOD? Die AOD baut auf der FOP auf. Und das Bindeglied zwischen beiden, das wichtigste Bindeglied zwischen beiden, ist die Programmiersprache Java. Von dem, was Sie in der FOP gelernt haben zu Java, oder ich sollte vielleicht sagen, von dem, was Sie in der FOP gelernt haben sollten bezüglich Java, wird alles erwartet, ohne Abstriche. Ja, Sie haben ja nur ein halbes Semester Java gehabt, insofern ist das jetzt kein so grundstürzender Umfang, aber das wird hier erwartet, dass Sie das beherrschen. Und zwar unabhängig davon, ob Sie die Klausur in FOP geschafft haben, ob Sie die Klausurzulassung in FOP geschafft haben. Es wird einfach vorausgesetzt. Sie haben die Möglichkeit, beispielsweise die Videos zu Java, die wir erstellt haben, um nochmal gezielt irgendwelche Lücken, irgendwelche Probleme, die Sie mit Java haben, nachzuarbeiten. Also einerseits Java,
Andererseits aber auch alles, was Sie so den Themen gesehen haben, was jetzt konkret mit AOD zu tun hat. Iterativ, das heißt mit Schleifen umgehen, rekursiv, also das heißt Rekursion, mit Rekursion umgehen. Sie haben ein paar Algorithmen gesehen, ein paar Datenstrukturen und Sie haben sicherlich auch das Thema Laufzeit betrachtet. So. Ich werde Ihnen im Laufe des Semesters noch einige Informationen dazu geben, was in der Klausur drankommt. Natürlich mit Lücken, das versteht sich. Aber ich gebe jedes Jahr alle Informationen, die nach unserer Erfahrung notwendig ist, dass Sie in der Klausur nicht überrascht werden, dass Sie sich nicht falsch vorbereiten, nicht auf die falsche Art von Aufgaben vorbereiten, sondern dass Sie wissen, auf welche Art von Aufgaben Sie sich vorbereiten müssen und was Sie mindestens an Kompetenzen zeigen müssen in der Klausur, damit Sie bestehen oder vielleicht sogar mit einer guten Note bestehen. So, und das Erste, was ich schon mal sage, ist, zu den Details, zu den Sachen, die hier stehen, sage ich gleich noch mehr. Sie werden insgesamt 7 Aufgaben in der Klausur haben, 3 Aufgaben zum Warmwerden mit einem System namens Nabla, zu dem ich gleich noch was sage. Es werden 2 Aufgaben sein, in denen Sie etwas mit Java zu programmieren haben. Natürlich aus der Thematik der Algorithmen und Datenstrukturen. Es wird eine Aufgabe geben, die sich direkt an Theorie, an die Theoriebehandlung in der AOD anschließt. Und es wird noch eine Aufgabe geben, Fragen zum Vorlesungsstoff. Das ergibt insgesamt 100 Punkte. Und was ich von vornherein als Garantie gebe, ist, dass die Bestehensgrenze nicht höher als 50 Punkte sein wird. Ich hatte eigentlich in den letzten 15 Jahren keinen Grund, sie abzusenken. Unter 50 Punkte gehe ich davon aus, dass es diesmal wieder so sein wird, aber die Bestehensgrenze wird mit Sicherheit nicht höher als 50 Punkte sein, sodass Sie sich daran schon mal orientieren können. So, ich muss ein leidiges Thema aus der jüngeren Geschichte der AOD hier ansprechen. Die Nichtbestehensquoten waren, würde ich sagen, recht erfreulich 2015 und eher nicht so recht erfreulich 2016. Was insofern interessant ist, weil eigentlich die Voraussetzungen zum Bestehen im Jahr 2016 sehr viel besser waren als im Jahr 2015. Es gab 2016 Vorlesungsaufzeichnungen frisch, 2015 gab es nur die alten aus 2012. Es gab sehr viel mehr Unterlagen und trotzdem ist das Ergebnis so deutlich unterschiedlich gewesen. Wir haben natürlich Ursachenforschung betrieben, wir haben uns bei den einzelnen Aufgaben angeschaut. Wo gab es die Unterschiede in der durchschnittlichen Punktzahl zwischen 2015 und 2016 und sind insbesondere bei den Programmieraufgaben, bei den Java-Aufgaben fündig geworden? Hier gab es in der Tat einen kleinen, aber offensichtlich gravierenden Unterschied zwischen 2015 und 2016. 2016 war das Thema Java, Programmieren mit Java, mehr oder weniger unverbindlich, mehr oder weniger in die Selbstverantwortung der Studierenden gelegt. Während 2015, da haben wir die Studierenden, wenn ich das so sagen darf, ziemlich
an die Kandare genommen, haben sie zu ziemlich vielen Terminen gezwungen, sich mit Java auseinanderzusetzen und dann auch ihre Kompetenzen zu zeigen. Und bis jetzt habe ich keine plausiblere Erklärung dafür, dass es hier bei den Java-Aufgaben von 2015 zu 2016 so einen Unterschied gab. Das möchte ich natürlich wieder umdrehen. Ja, ich meine, Sie sind sicherlich nicht gerade begeistert von dieser Zahl 42. Und ich bin auch nicht von dieser Zahl begeistert, 42. Deshalb werden wir auch im Übungsbetrieb das Thema Java wieder deutlich verbindlicher machen als im Jahr 2016. Auch bei der Theorie, naja, gut, also für mich erscheint es plausibel, dass sehr viele Studierende gar nicht erst versucht haben, sich allzu tief dann für die Klausur in der Theorie vorzubereiten mit den entsprechenden Ergebnissen. Auch da werden wir ein bisschen nachkorrigieren im Übungsbetrieb. So, was heißt das konkret? Sie werden 6-mal Theorietestate haben, in denen Sie eine gleich noch zu nennende Mindestpunktzahl erreichen müssen. Das sind bei uns hier 4 Augengespräche mit einem Tutor. Sie bereiten sich vor, dafür haben Sie ein Übungsblatt, mit dem Sie sich vorbereiten können. Sie gehen dann in ein Gespräch von einer Viertelstunde, wo Sie dann dem Tutor beweisen müssen, dass Sie da was verstanden haben, dass Sie da die wesentlichen Dinge verstanden haben. In einem Dialog, in einem Gespräch. Sie haben 2 insgesamt Testate zu Nabla, aus denen Sie eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen müssen. Und etwas Neues, was letztes Jahr noch nicht zur Verfügung stand, eine Erweiterung, der Plattform Nabla um Programmieren mit Java. Werde ich gleich mehr dazu sagen. So, ich hatte vorhin gesagt, dass ich die Vorlesung anders ausrichte als im letzten Jahr, sodass die Vorlesungsaufzeichnung vom letzten Jahr und die Vorlesungsaufzeichnung von diesem Jahr sich, denke ich, ganz gut miteinander ergänzen. Ich werde gerade am Anfang die Vorlesung sehr stark auf den Übungsbetrieb ausrichten, sehr stark darauf ausrichten, dass Sie optimal vorbereiten können auf den Übungsbetrieb. Das bedeutet, ab nächsten Termin, also ab Donnerstag, werde ich hier nicht PowerPoint-Schlacht machen, sondern ich werde vor allem Live-Codings machen. Das heißt, wir gucken uns Java-Methoden an und gucken uns zusammen an, wie wir die implementieren. Also ich implementiere und Sie können da Ihre Kritik dazu äußern, mich auf Fehler hinweisen und so weiter. Ich werde auch hier live dann ausgewählte Theorieaufgaben betrachten und der Sinn der Sache ist, dass ich immer dabei laut denke, dass ich immer meine Gedanken versuche zu kommunizieren, sodass diejenigen, insbesondere von Ihnen, die mit dieser Denkweise Schwierigkeiten haben, dann nachvollziehen können, auch in der Vorlesungsaufzeichnung, nicht nur in der Vorlesung, sondern auch in der Aufzeichnung nachvollziehen können, was man sich da so am besten zu denken hat, um diese Probleme zu lösen. Das ist der Sinn von Live-Codings. Ich weiß nicht, hatte der Herr Rössling auch Live-Codings gemacht? Er hat die Zeit leider nicht gereicht dafür, sonst macht er das auch gerne in der FOP. So, und das werde ich so dann zeitlich machen, dass Sie das, was in den Theorie, in den Übungsaufgaben generell auf Sie wartet, dass Sie das schon mal hier in der Vorlesung gesehen haben.
Und wenn ich damit rum bin, dann werde ich nicht von vorne bis hinten einfach den Stoff der Vorlesung machen, denn viel, viel Stoff der Vorlesung ist dabei, den sich die meisten Studierenden sowieso eher selbst erschließen, als sich die Vorlesung anzutun. Ist auch okay. Sodass ich ganz gezielt dann in der Vorlesung hier auf die Knackpunkte aus der Lehrveranstaltung, auf die schwierigsten Punkte zu sprechen komme. Ich werde immer im Forum noch ankündigen, um welche Themen es in der nächsten Lehrveranstaltung geht. Sie haben die Unterlagen dazu in Moodle und können, wenn Sie es gebacken kriegen, wenn Sie sich aufraffen können, können dann tatsächlich die Vorlesung auch ein bisschen immer vorbereiten. Die nicht so schwierigen Teile sich schon mal aneignen, sodass Sie dann das Hintergrundwissen haben, wenn ich auf die schwierigen Knackpunkte zum Sprechen komme. So, wie sieht das jetzt aus mit den ganzen einzelnen Bestandteilen im Übungsbetrieb? Wir haben die Theorietestate, wie gesagt, 6 Stück. Dafür bekommen Sie jedes Mal vorher ein Übungsblatt. Da kriegen Sie dann einiges zum Durcharbeiten, anhand dessen Sie sich in diese Gedankenwelt selbstständig, alleine oder in Gruppen, wenn Sie wollen, hineinfinden können, auch mit unserer Hilfe, wenn Sie unsere Hilfe wollen oder brauchen. Und Sie kriegen dann auch noch Anregungen, noch Aufgaben, zu denen dort keine Lösungen sind, an denen Sie selber basteln können. Im Testat dann bekommen Sie zum Übungsblatt Fragen und analoge Aufgaben, die Sie dann im Testat lösen sollen. Sie haben vielleicht jetzt ein bisschen Bedenken, ob Sie das packen werden, aber die allgemeine Erfahrung sagt, dass die weit überwiegende Mehrzahl von Ihnen eigentlich gut damit zurechtkommen wird. Also die Quoten von Leuten, die so ernsthafte Schwierigkeiten mit den Theorietestaten haben, dass sie das nicht packen, die ist relativ gering. Das ist eine Minderheit. Also es klingt vielleicht jetzt erst einmal alles brutaler, als es dann wirklich ist. Aber Sie sollten es natürlich auch nicht unterschätzen. Nur weil ich jetzt sage, dass es nicht ganz brutal ist, heißt es jetzt noch lange nicht, dass es ein leichter Weg ist, ein leichter Spazierweg. So, Nabla, das Wort kam schon hier. Da können Sie, ja, schauen Sie sich selber an. Das ist die URL. Ist jederzeit offen, ja? Kommt gleich. Zum Bestehen sage ich gleich was. Schauen Sie sich das einfach an. Sollte 24/7 zur Verfügung stehen, 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. Also jederzeit, wann Sie Lust haben, sich das mal anzuschauen. So, die Testate mit Nabla sind im C003. Das ist der kleine im Pilotigebäude im Untergeschoss. Da wissen Sie ja, das sind so ein paar Rechnerräume. Im Mittelflügel, im C-Trakt, ist ein großer Rechnerraum und wenn Sie durch den durchgehen, ist hinten noch ein kleinerer Rechnerraum, das ist der C003. Da finden die Testate statt, da finden Sie sich zu Ihren Terminen ein. Wir werden genau bekannt geben, um welche Aufgabentypen es sich jeweils in jedem Testat handelt, was alles drankommt. Kann sein, dass das sogar schon im Moodle hochgeladen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Und Sie können die Aufgaben mit der Plattform Nabla gezielt einüben. Also bei Nabla ist es so, bei den Testaten hatten wir bisher immer weit über 90% Bestehensquote bei jedem einzelnen Testat und auch in der Klausur, in den Klausuren war die Bestehensquote, also war die Punktausbeute, die Punktzahl in den Nabla-Aufgaben immer über 90%. Selbst bei denjenigen, die die Klausur nicht bestanden haben, war die durchschnittliche Punktzahl bei den Nabla-Aufgaben bei ungefähr 85%. Also Nabla ist sicherlich etwas, was Ihnen keine Sorgen machen sollte. Jedenfalls nicht
in der Hauptsache. Und im Testat, da kriegen sie begrenzte Zeit und können dann so viele Aufgabentypen lösen, wie sie wollen, wie sie es schaffen. So, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Studierenden sich da selber einarbeiten. Ja, das Ganze ist selbsterklärend und die algorithmischen Aufgaben scheinen überhaupt kein Problem zu sein, sich da selber hinein einzuarbeiten. Sie sollten damit auch jetzt so bald wie möglich beginnen. So bald wie möglich, würde ich sagen, ab 16.50 Uhr würde sich anbieten. Denn jetzt haben Sie ja noch, denke ich, einiges an Leerlauf im Studium. Das wird sich im Laufe des Semesters, wie Sie ja wissen, durchaus noch ändern. Aber jetzt haben Sie noch ein bisschen Zeit. Osterferien sind auch vorbei, also keine Entschuldigung mehr. Jetzt hat die Vorlesungszeit wieder begonnen. Sie können die ganzen Aufgaben schon sich gut einarbeiten, bevor die Themen in der Vorlesung rankommen. In der Vorlesung haben Sie dann das Vorwissen aus diesen Aufgaben. Sie finden aber auch genug Unterlagen und Videos, wo Sie nochmal hineinschauen können, um sich auf die NABLE-Aufgaben vorzubereiten. So, die weiteren Informationen dazu finden Sie in Moodle ein Verzeichnis für die Organisation. Da finden Sie auch diese Folien. Da finden Sie das Anmeldeverfahren und auch die Aufgabenlisten, auf die Sie sich vorzubereiten haben. So, die Termine. Für jeden der drei Teile, Theorietestate, NABLA und CodeMonkeys, haben wir eine eigene Terminverwaltung, die bisher sehr gut funktioniert hat. Also die Studierenden haben immer ihre Wünsche, die sie hatten, bekommen können. Auch Problemfälle. Wir haben immer wieder auch Studierende, die beispielsweise auf Abruf arbeiten und deshalb terminliche Probleme haben. Sowas konnten wir mit unserer Terminplanung immer ganz gut auffangen, sodass immer alles möglich war. Sie können sich immer rechtzeitig einwählen. Dazu bekommen Sie immer eine Moodle-Mail. Nochmal zur Erinnerung, immer Ihre Moodle-Mails checken. Und hinterher finden Sie das, wie jede andere Moodle-Mail, auch in dem Ordner Ankündigungen in Moodle. So, wenn Sie an einem Termin nicht können, an einem Testatstermin, dann melden Sie sich bitte so bald wie möglich. Einfach an mich eine E-Mail schicken, das reicht. Aber damit die ganze Bürokratie korrekt funktioniert, schauen Sie bitte mal hier auf diese Seite, die Sie auch wieder mit Ihrer favorisierten Suchmaschine leicht finden, Informatik TU Darmstadt Attest. Schauen Sie nach, was alles notwendig ist, dass Sie Ihr Attest, das Sie vom Arzt bekommen, dann entsprechend korrekt dann abgeben. Bitte? Bitte? Terminänderungen sind, wie Sie sich vorstellen können, nicht gerne gesehen, aber prinzipiell durchaus möglich. Also klar, es kann immer mal sein, dass Ihnen irgendwas dazwischen kommt. Und auch hier, wenn Sie einen Attest einreichen, heißt es natürlich, Sie kriegen stattdessen einen Ersatztermin. Unsere Terminplanung ist so flexibel, wir hatten auch schon öfters mal Fälle, dass Leute ihre Termine erst im September gemacht hatten, weil sie vorher wegen anderer Verpflichtungen gar keine Zeit hatten. Außerhalb der AOD hatten sie da andere Verpflichtungen. So, Klausurzulassung. Hier kam vorhin die Frage auf, wie viele Testate bestanden werden müssen. Die Antwort ist ein bisschen anders. Es geht nicht darum, wie viele Testate bestanden werden, sondern in jedem Testat können Sie Punkte erwerben. Und insgesamt 60% der Punkte aus den Testaten müssen Sie erworben haben für die Klausurzulassung.
Kleine Warnung. Also so einfach geht es natürlich nicht. Jetzt mal schnell mit den relativ einfachen Sachen am Anfang im Wesentlichen die Punktzahl abstauben und sich dann um den Rest nicht mehr kümmern. In Ihrem eigenen Interesse haben wir da einen Riegel vorgesetzt, dass Sie sich auch mit den späteren Testatsthemen auseinandersetzen müssen, um die 60% zu schaffen. Bei den Nabla-Testaten und genauso bei den Java Code Monkeys Testaten jeweils 40% der Punkte, sodass wir insgesamt bei 50% der Punktzahl sind, wenn man das versucht mal umzurechnen in Gesamtarbeitsaufwand für Sie. Es gibt auch einen Klausurbonus. Da müssen Sie natürlich in den drei Teilen jeweils etwas mehr zeigen, als nur fürs Bestehen ausreichen würde. Sie haben, wenn Sie können um eine Notenstufe, also einmal 03 oder 04 springen, wenn Sie eine entsprechend höhere Punktzahl in der einen Art von Testaten erreicht haben oder in der anderen Art von Testaten. Oder in der dritten Art von Testaten. In der Art von Testaten können Sie eine Notenstufe springen, bitte? Was für Punktanzahl man braucht? Da, achso, das war eben auf der vorhergehenden Folie. Hier. Was heißt das konkret? Die genaue Punktzahl kriegen Sie noch rechtzeitig gesagt. Aber dieser Punkt, also Sie werden verstehen, dass Sie es nicht gerne sehen, wenn Sie Nachfragen stellen der Art, wie kann ich möglichst einfach durch den Übungsbetrieb kommen. Das ist nicht in Ihrem Interesse, denn es geht ja letztendlich hat das ja, wie einfach oder wie wenig einfach Sie sich das mit dem Übungsbetrieb machen, hat ja Effekte auf Ihr Klausurergebnis. So, dann haben wir das, Klausurbonus. Also ein Klausurbonus auch von drei Notenstufen, also einer ganzen Note, darf nicht zum Bestehen führen. Das heißt also, wenn Sie eine 5 haben in der Klausur und Sie haben einen Bonus von 1,0, dann bekommen Sie keine 4,0, sondern eine 5,0. Ist so. Ich persönlich finde das überlegenswert. Ich hatte es auch ursprünglich als Studiendekan damals anders eingeführt, dass es auch zum Bestehen führt. Aber damit konnte ich mich dann an der TU nicht durchsetzen. So, Forum. Wir benutzen das Fachschaftsforum, das Forum der Fachschaft Informatik, was Sie unter dieser URL finden. Das ist die beste Möglichkeit zur Kommunikation, allein auch schon deshalb, weil jederzeit 24/7 können Sie damit arbeiten. Wenn Sie sich mal bei mir die Historie ansehen, dann werden Sie sehen, dass ich in der Regel sehr zeitnah im Semester antworten kann und auch antworte. Bei der AOD finden Sie mehrere Unterforen und ich möchte Sie bitten, dann immer Ihr Anliegen in dem passenden Unterforum dann einzubringen und auch jeweils eine Überschrift zu verwenden, die aussagekräftig ist für Ihr Anliegen. Also eine Überschrift wie "Ich habe da mal ein Problem" ist nicht so richtig aussagekräftig, sondern beispielsweise Frage zu XY in Aufgabe 3 auf Übungsblatt 5, das wäre aussagekräftig. Wenn die Fragen nicht vertraulich sind, die Sie haben, sondern vom allgemeinen Interesse sind, eben sowas wie Frage zu XY auf Übungsblatt 3, Aufgabe 5 oder so etwas, dann stellen Sie diese Fragen bitte vorrangig im Forum.
So, ich habe das immer schon also eingerichtet gehabt, dass man auch in den Foren, die ich betreibe, anonym posten kann. Das hat den Vorteil, dass Sie auch in Anführungszeichen dumme Fragen stellen können. Es hat den Nachteil, der sich aber zum Glück bisher nicht ausgewirkt hat, dass auch problematische Postings anonym sein könnten. Ist zum Glück eigentlich bisher noch nie passiert, möchte ich der Vollständigkeit halber trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass wir selbstverständlich sowas alles nicht erlauben und gegebenenfalls, wenn es strafrechtlich oder disziplinarisch relevant wird, beispielsweise Beleidigung oder Volksverhetzung als Straftatbestand oder was auch immer, dass wir dann dementsprechend das auch strafrechtlich verfolgen. Sie sollten daher sich als goldene Regel aneignen, dass auch wenn Sie anonym posten, dass Sie am besten immer so posten, als würde Ihr Klarname dabei stehen. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Sprechstunden sind noch nicht festgelegt, da kriegen Sie dann demnächst Informationen in Moodle. Wenn Sie Fragen haben, Probleme, Kritik, Anregen, Beschwerden, was auch immer, dann sollten Sie besser nicht warten bis zur Evaluation, sondern Sie sollten, wenn Sie irgendwie ein Problem haben, irgendeine Kritik oder eine Anregung, immer so bald wie möglich auf uns zukommen. Denn je früher wir von Ihrem Anliegen wissen, umso früher können wir natürlich auch reagieren. Logisch. Wenn Sie erst gegen Ende des Semesters kommen, dann können wir nichts mehr machen. Oder höchstens dann noch fürs nächste Jahr, aber das bringt Ihnen dann natürlich nichts mehr. Wir bitten um respektvolle und konstruktive Sprache. Denn eine ganze Menge Leute, ich bin hier nur die Frontperson, wenn man so will, eine ganze Menge Leute geben sich eine ganze Menge Mühe, arbeiten hart, machen auch Überstunden für ihren Erfolg. Und es wäre sehr frustrierend für diese Leute, wenn sie konfrontiert würden mit Kritik, die in unangemessener Sprache gegeben wird. Sie können mich persönlich ansprechen, vor, nach der Vorlesung. Sie können E-Mails schreiben an mich oder auch an andere Ansprechpartner. Sie finden Moodle auch eine Liste von Ansprechpartnern. Sie können im Forum posten, wie es Ihnen am besten beliebt. So, falls Sie eine der folgenden Arten von Problemen haben, dann möchte ich Sie bitten, im eigenen Interesse sich so bald wie möglich bei mir zu melden. Es gibt eine gewisse Anzahl von Studierenden, die schwierige Zeitprobleme oder Terminprobleme haben. Zum Beispiel Kindererziehung oder andere pflegerische Aufgaben in der Familie etwa. Oder Erwerbstätigkeit. Ich hatte das ja schon erwähnt, es gibt inzwischen auch Studierende, die auf Abruf bereitstehen müssen für ihren Arbeitgeber. Das ist natürlich eine schwierige Situation, dann Terminplanung für Testate und Ähnliches. Wenn Sie persönliche Probleme haben, wenn die Testatstermine betroffen sind, aber natürlich auch, wenn die Klausur betroffen sind. Es gibt wahrscheinlich auch eine gewisse Anzahl von Ihnen, die im nächsten Semester ins Ausland gehen, Austauschstudium oder Ähnliches. Möglicherweise schon fängt dort das Semester schon an, bevor die Klausur hier geschrieben wurde. Diejenigen bitte ich auch, mich möglichst bald zu kontaktieren für eine Ersatzlösung. So, diesen Punkt muss ich leider auch erwähnen.
Täuschungsversuche oder Plagiate. Das ist natürlich einerseits bei der Klausur, andererseits aber auch bei den Testatsproblemen, wo Sie vor dem Rechner sitzen im C003. Da könnten Sie auch versucht sein, vielleicht die Aufgaben nicht so selbstständig zu lösen, wie es eigentlich gedacht ist. So, wenn wir Sie dabei erwischen, dann werden wir zunächst einmal nicht allzu viel tun. Wir werden nur Ihren Fall erst einmal aufnehmen. Sie werden nochmal ermahnt. Sie dürfen dann weiterarbeiten. Ja, wir werden niemanden, den wir erwischt haben, des Saales verweisen. Aber wir werden hinterher genau klären, was Sache ist und gegebenenfalls das Ergebnis annullieren, beziehungsweise in extremen Fällen auch über disziplinarische Maßnahmen nachzudenken haben. Zusammen mit dem Justiziar der TU Darmstadt. Auch den Punkt muss ich ansprechen. Das ist ein Thema, das wir nicht sportlich nehmen. Und wenn wir das nicht sportlich nehmen, dann sollten Sie es besser auch nicht sportlich nehmen. Hackerangriffe auf die IT, die wir verwenden. Egal ob jetzt Moodle oder unser Nabla-System. Sie mögen vielleicht Kenntnisse in IT-Sicherheit haben, die es Ihnen erlauben, irgendwo zu versuchen hineinzukommen, aber auch wir haben Kenntnisse in IT-Sicherheit und wie gesagt, wir nehmen es nicht sportlich. Ja, so langsam kommt der Termin zu Ende. Ich bin ja erstaunt, wie schnell ich da durchgekommen bin. Macht aber nichts. Normalerweise wäre ich jetzt eigentlich erst, wäre ich schon fast eine halbe Stunde weiter oder geht die Uhr nicht? Ja. Doch, die Uhr geht. Ist egal. Das wollen wir erreichen und aus diesem Grund muten wir Ihnen einiges zu, wie diese Testatstermine, die vielleicht für den Anfang, die vielleicht erstmal unangenehm sind, die Sie vielleicht als eine Zumutung empfinden, aber unser Credo dabei ist, lieber ein bisschen höherer Adrenalinspiegel während des Übungsbetriebs, als hinterher nach Bekanntgabe der Klausurnoten. Ich nehme an, das ist in Ihrem wohlverstandenen Interesse. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen. Sie sollten, ich weiß, dass ich da auf taube Ohren predige, Sie sollten nicht auf viel Gewinn gehen. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist der, dass viel Gewinn russisches Roulette ist. Also es gibt einige Erkenntnisse darüber, dass diese 42% Nichtbestehensquote 2016 insbesondere dadurch zustande gekommen sind, dass viele Leute versucht haben, Nabla-Aufgaben und dann irgendwie noch ein bisschen Punkte anderswoher kriegen. Hat nicht funktioniert. Viel Gewinn ist russisches Roulette. Mit mehr als einer Kugel in der Trommel. Und ein weiterer Punkt ist der, Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass schlechte Noten in den ersten Semestern eh unwichtig sind. Gerade wenn es um nichts geht, sozusagen, ist es für Arbeitgeber besonders interessant zu sehen, wie sie sich anstrengen, wie sie sich angestrengt haben. Und nebenbei gemerkt ist das ja auch eine Aussage darüber, wie gut sie die Grundlagen ihres Faches beherrschen. Denn wenn sie die Grundlagen hier nicht systematisch sich erarbeitet haben und wenn sie mit einer 4 rausgegangen sind, bin ich mir nicht sicher, ob sie die Grundlagen sich wirklich systematisch erarbeitet haben. Gerade dann haben Sie Lücken, die Sie aller Erfahrung nach im ganzen Studium und darüber hinaus nicht wieder aufholen können.
So, das war das Wort zum Sonntag, bei dem ich mir sicher bin, dass es bei vielen von Ihren doch auf taube Ohren stößt, dass viel Gewinn einfach zu verführerisch ist. Da sind noch Fragen. Bevor ich also schließe, würde ich vorschlagen, erst einmal hören Sie sich auch noch die Fragen und meine Antworten an. Ab wann man sich für den Prüfungsbetrieb anmeldet, Übungsbetrieb, Studienleistung, so ab 31.03.2017. Also jederzeit. Das ist die Information, die ich selber nachgeschlagen habe beim Studienbüro an der URL, die ich Ihnen gezeigt habe. Bitte? Ach so, ab wann hier in den Übungsgruppen? Sie meinen nicht in Tukan? Entschuldigung. Da kriegen Sie rechtzeitig eine Moodle-Mail. Vorausgesetzt, Sie sind im Moodle angemeldet. Weitere Fragen? Ja? Sie, auch wenn Sie die Studienleistung schon haben, können Sie vollumfänglich, wenn Sie das wollen, am Übungsbetrieb teilnehmen und auch den Bonus erwerben. Der Bonus aus 2016 verfällt. Wenn Sie einen Bonus haben wollen, dann müssen Sie 2017 entsprechend die Punkte zusammensammeln. Ich darf noch um Ruhe bitten. Es sind möglicherweise noch Wortmeldungen, Fragen da, die vielleicht für die anderen auch interessant sind. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ab wann beginnt sie? Diese Woche, nächste Woche, danach die Woche? Ja, wenn ich sage in zwei Wochen, was, dann muss ich erstmal erklären, was ich damit meine. Bitte? Skript? Sie finden alle Unterlagen in Moodle. Sie finden da Foliensätze, Sie finden Vorlesungsaufzeichnungen, den Verweis auf die Videothek, alles. Bitte? Ob etwas, was man ausdrucken zu einer Übung zur Klausur mitnehmen sollte? Nö. Die Klausur, zur Klausur dürfen Sie nichts mitnehmen. Weitere Fragen? Zum ersten. Ja. Bitte? Wo und wie werden was mit Studienleistungen? Moment. Bitte, was war die Frage? Studienleistung und Prüfung in Tukan anmelden. Studienleistung können Sie jetzt schon anmelden in Tukan. Prüfungsleistung weiß ich jetzt nicht zu welchem Thema. In Tukan sich in dem Kurs eintragen, ja. Einfach auf die Seite der AOD gehen, da finden Sie schon Studienleistung, hier anmelden und dann demnächst, wenn es freigeschaltet ist, auch Prüfungsleistung anmelden. Weitere Fragen? Ja? Oh, jetzt wird verhandelt, ob Tablet und Laptops dasselbe sind. Sie sollten Jura studieren statt Informatik. Okay, weitere Fragen gerne dann an mich noch persönlich. Sollte sich etwas ergeben von allgemeinem Interesse, werde ich das dann im Forum posten. Ja.